Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Dein Sternzeichen verrät ja schon so einiges über dich und auch deine Persönlichkeit. Aber auch die letzte Zahl deines Geburtsjahres sagt viel mehr über dich aus, als du denkst. Auch die Numerologie sagt, dass die letzte Ziffer im Geburtsjahr besonders wichtig ist. Das Jahr, in dem wir geboren worden sind, spielt eine bedeutende Rolle in unserem Leben. Anhand dessen, so behaupten Numerologen, können wir den Charakter, das Schicksal und den Lebensweg bestimmen, der für uns vorgesehen ist. Außerdem ist jede Zahl mit einem bestimmten Element der Natur verbunden. In den Naturwissenschaften spielen die Elemente eine wichtige Rolle bei der Vermehrung und den Mechanismen verschiedener Zyklen. Hier ein kleines Beispiel. Wenn du 1997 geboren wurdest, ist deine Zahl die Nummer 7 und ihr Element ist Feuer. Finde heraus, was deine letzte Ziffer im Geburtsjahr über dich verrät. Dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 9? Dann gehörst du zu dem Element der Erde. Die Menschen, die mit der 9 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, sind die stabilsten Wesen überhaupt. Sie sind zuverlässig, geduldig, zurückhaltend und loyal. Sie sind in der Tat sehr selbstlos und aufopferungsvoll. Sie sind logisch und pragmatisch. Diese Eigenschaften machen sie in den meisten Aktivitäten, die sie unternehmen, erfolgreich. Allerdings haben sie Vertrauensprobleme. Sie vertrauen nicht leicht. Sie können auch sehr kontrollierend und starrköpfig sein. Entspannen Sie sich. Atmen Sie tief durch und lernen Sie loszulassen und im Moment zu leben. Dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 8. Dann gehörst du auch zu dem Element der Erde. Die Menschen, die mit der 8 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, sind zuverlässig und geduldige Menschen. Diese Menschen lösen Probleme erst dann, sobald sich ihre Leidenschaften beruhigt hat. Sie haben eine gut entwickelte Intuition und geraten daher selten in ungünstige Situationen. Darüber hinaus haben sie gut entwickelte moralische Werte. Obwohl sie sehr leidenschaftlich sind, fehlt ihnen ein bisschen Abenteuerlust. Sie wollen alles kontrollieren und lassen sich oft nur von ihrem eigenen Wohlergehen und ihren Interessen leiten. Ethik und Disziplin sind ihre Stärken. Das Besondere an ihnen ist, dass sie wissen, wie sie ihre eigenen Ressourcen sinnvoll einsetzen. Dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 7? Dann gehörst du zu dem Element des Feuers. Die Menschen, die mit der 7 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, sind immer auf der Suche nach Abenteuern und weigern sich nie, etwas Neues zu entdecken. Sie sind sehr aktive, energiegeladene Individuen mit den Fähigkeiten großer Führungspersönlichkeiten. Sie mögen es, sich mit anderen zu messen und zu gewinnen. Menschen, die in diesem Element geboren wurden, können Einsamkeit nicht ertragen und sie ziehen es vor, von Menschen umgeben zu sein und ständig in Bewegung zu sein. Darüber hinaus sind sie sehr an geliebte Menschen gebunden. Sie sind klug, freundlich, entschlossen und effizient. Dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 6? Dann gehörst auch du zu dem Element des Feuers. Die Menschen, die mit der 6 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, sind sehr leidenschaftliche Wesen. Wie das Feuer sind sie abenteuerlustig, impulsiv und rücksichtslos. Ihre Schönheit und ihr Glamour begeistern jeden um sie herum. Sie haben eine angeborene Sinnlichkeit in sich, die Bewunderung von allen Seiten erfährt, wie eine Mücke von der Flamme angezogen wird. Und oh ja, sie sind eine Flamme. Wenn sie in einer Beziehung sind, haben ihre Partner Schwierigkeiten, alle Verehrer abzuwehren. Sie machen die meisten Fehler im Leben wegen ihrer Hitzköpfe und übertriebenen Ambitionen. Der beste Rat für diese Menschen ist, sich von hohen Temperaturen fernzuhalten und ihre Emotionen zu kontrollieren. Dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 5? Dann hast du das Element Holz. Bei Menschen, die mit der 5 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, ist es egal, was passiert. Diese Menschen trauen sich zu, ihren Konkurrenten gegenüber stark aufzutreten. Sie sind von Natur aus wissbegierig. Sie haben immer ein paar interessante Informationen oder Kenntnisse, die sie weitergeben können. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen in verschiedenen Angelegenheiten inspirieren andere dazu, sich im Leben zu entscheiden. Natürlich haben diese Menschen ein sehr aktives Sozialleben. Sie sind allerdings sehr besitzergreifend. Für ihre Liebsten können sie sich verdrehen und tun, was sie in dieser Situation für das Beste halten.
dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 4, dann hast auch du das Element Holz. Bei Menschen, die mit der 4 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, sind sehr großzügig und halten sich an ihre Prinzipien in Bezug auf ethisches Verhalten. Sie erkunden gerne die Welt und analysieren die gewonnenen Eindrücke und Informationen. Sie sind sehr fleißig. Sie neigen dazu, ständig beschäftigt zu sein, weil sie denken, dass Arbeit die beste Nutzung ihrer Energie ist. Sie sind treue Freunde und verhalten sich niemals egoistisch. Teamarbeit ist ihre Stärke und sie sind anderen gegenüber sehr mitfühlend. Sie machen Fehler, indem sie mehr Aufgaben übernehmen, als sie bewältigen können. Denn obwohl sie hervorragende Arbeiter sind, überschätzen sie manchmal ihre Fähigkeiten. Der beste Rat für Menschen, die in diesem Element geboren sind, ist, sich von Zeit zu Zeit auszuruhen und die Dinge ruhig und kühl zu betrachten. Dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 3? Dann hast du das Element Wasser. Bei Menschen, die mit der 3 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, gelten als charmant und sympathisch. Sie können sich leicht einfühlen und sind einfache Menschen und sie wissen, wie man genauso durchs Leben geht. Außerdem sind sie schlau und kreativ. Dieses Element zeichnet sich vor allem durch Kommunikationsfähigkeiten aus und Menschen mit diesem Element wissen sehr überzeugend zu wirken. Deshalb sind sie gute Politiker und Life-Coaches. Sie sind intuitiv und in der Lage zu verstehen, was der Aufmerksamkeit anderer Menschen entgeht. Sie sind gute Organisatoren und nicht weniger gute Leistungsträger. Zudem versuchen sie immer, eine einfache Lösung zu finden. Daher ist der beste Rat für diese Menschen, mehr Ehrgeiz und sogar ein wenig mehr Frechheit zu haben. Dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 2, dann hast auch du das Element Wasser. Bei Menschen, die mit der 2 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, gelten als künstlerisch und kreativ. Sie sind sehr einfallsreich und setzen ihre Fähigkeiten ein, um anderen Menschen zu helfen. Diese Menschen sind sehr mitfühlend und haben Verständnis für das Wohlbefinden anderer. Wasser kann nicht stagnieren. Ebenso sind diese Menschen immer auf dem Sprung. Man findet diese Personen immer bei der einen oder anderen Tätigkeit. Allerdings sind sie sehr detailverliebt. Sie werden selbst den kleinsten Fehler finden und sich stundenlang darüber aufregen. Das macht es schwierig, mit ihnen umzugehen. Dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 1? Dann hast du das Element der Luft. Bei Menschen, die mit der 1 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, sind von Natur aus sehr stark und widerstandsfähig. Menschen, die in diesem Element geboren sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eher zurückhaltend sind, aber unter äußerem Druck aktiv und unbeirrt ihren Standpunkt verteidigen. Trotz ihres Ehrgeizes bleiben sie jedoch stark in ihren Werten. Niemals schrecken sie vor ihrer Motivation zurück und wollen in allem, was sie tun, immer der Beste sein. Man kann sie nur für ihre Entschlossenheit beneiden, denn Hindernisse und Misserfolge halten diese Menschen nicht auf. Das Element Luft symbolisiert die Freiheit, die das Lösen aller materiellen Fesseln dieser Welt impliziert. Daher ist der beste Rat für Menschen, die in diesem Element geboren sind, ihre materiellen Bedürfnisse zu kontrollieren. Dein Geburtsjahr endet mit der Nummer 0? Dann hast auch du das Element der Luft. Bei Menschen, die mit der Nummer 0 in ihrem Geburtsjahr als letzte Ziffer geboren sind, sind aufgrund ihres starken Charakters völlig unabhängige Menschen und sie sind sehr selbstbestimmt. Sie lieben sich selbst, aber sie kümmern sich auch um andere und sind deren Beschützer. Sie lösen Probleme mit unglaublicher Leichtigkeit und Ruhe und kommen entschlossen voran. Obwohl sie es genießen, von Zeit zu Zeit einsam zu sein, möchten sie, dass die Gesellschaft ihre Leistungen und Erfolge anerkennt. Ein bewusstes oder unbewusstes Verlangen nach Luxus und Geld sagt man ihnen nach. Das behindert ihre Persönlichkeitsentwicklung am meisten, denn es steht im absoluten Gegensatz zum Element Luft. Sie sind sehr zuverlässig und verantwortungsbewusst und heben sich gerne von der Masse ab.